wieder da. Voll spannend. Ich habe gerade super was mit der Technik dazu gelernt. Das hast du ja gemerkt im anderen Video. Cool, wieder was gelernt. So, ich habe ja versprochen, dass ich jetzt hier mal aufzeichne, wie mein Kind aufgewachsen ist, mein drittes. Ja? Die Tochter, die mir weggenommen wurde, weil sie so war, wie sie war, das aber kein Mensch verstanden hat, sondern also sich ja auch nicht darüber informiert hat. Deswegen jetzt ja auch dieses Video. Ich habe ja vorher im letzten Video gezeigt, wie das die Landkarte der modernen Entstelltenbildung aussieht. Kannst du dich noch erinnern? Sehr unausgeglichen und in Disbalance. Und jetzt zeige ich euch mal, wie meine Tochter aufgewachsen ist. So, wie viel Nahrung hat sie wo, wann erhalten? Also in den 9 Jahren ständig sozusagen, ja, von Geburt an. Hatte sie natürlich auch immer genug zu essen. Wir haben ja auf der anderen Seite dieses riesige Konstrukt, wo wir viel zu viel Wissen da reinbekommen. Und ihr Wissen heißt nicht, dass es wenig ist, sondern ihr Verstand ist nicht überdimensioniert belastet worden mit etwas, was sie gar nicht braucht. Das heißt, sie konnte voll 100% den mentalen Körper benutzen, hatte vollen Zugang zu allem und war aber nicht übergestresst oder überdimensioniert oder genau so würde ich sagen. Genau. Dann auf der emotionalen Ebene hat sie diese Erfahrung gemacht. Also auf dem anderen hatten wir ja da so ein kleines Herzchen. Und das Beste überhaupt von allem, weil sie eben ihr eigenes Potenzial leben konnte, hat sie natürlich auch ihren Spirit voll ausgelebt und hier die ganzen Archetypen, die es dann gibt. Zum Beispiel 3 an der Zahl. Ja, die waren auch alle da. Also, das sieht jetzt doch ein bisschen anders aus, oder? Oh, wie du siehst, ist es schon jetzt dunkel, es wird Abend. Doesn't matter, ich mache jetzt hier weiter. Auch wenn ich ganz dunkel werde und du mich nicht mehr sehen würdest, würde ich trotzdem das zu Ende bringen. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte für die Menschen. Bringen die Dinge zu Ende. Viele geben auf, hören auf. Das ist überhaupt nicht mehr meine Welt. Das wäre ich auch nicht. Und es macht einen entscheidenden Unterschied, ob du Dinge in Ordnung bringst und sie beendest oder ob du aufhörst. Manchmal müssen wir aufhören, manchmal müssen wir die Dinge tun. Jedoch alles an seiner Stelle. Also wie du siehst, haben wir hier ein ausbalanciertes Bild. Wenn ich das andere nochmal zu Hilfe nehme, dass du nochmal den Unterschied siehst. Aber ich bin mir sicher, du entwickelst jetzt schon ein anderes Gefühl, ne? für diese Landkarte. Die Landkarte des freien Lernens nenne ich sie mal. Ah, gute Idee. Also nicht der modernen Entstelltenbildung, wenn ich das aufkriege. Ich nehme mich einfach einen anderen. So. Sondern die Landkarte, ich kann auch sagen, der freien Bildung, könnte ich genauso sagen. Genau. Ich sage jetzt mal einfach dazu so. Ja? Dann kannst du dir doch vorstellen, dass das hier, dass sich ein Kind, das so aufwächst, einfach anders verhält als ein Kind, das so aufwächst.
ist doch irgendwie logisch, oder? Für mich ja, für dich hoffentlich auch. Also, das ist jetzt einfach mal aufgezeichnet, der Unterschied zu meiner Einstellung zu Kinderbegleitung und Elternschaft oder zur normalen Seite, die wir bis jetzt gelebt haben. Und wir ja eigentlich doch deutlich sehen können, was sie unsere, ja, Eltern, die auch noch nicht so arg bewusst waren, eben da fabriziert haben, was wir jetzt hier haben für eine Welt. Deswegen finde ich das umso wichtiger, ein hohes Bewusstsein und radikale Elternschaft an den Tag zu legen. Und das ist für mich radikale Elternschaft, tatsächlich 100% Eltern zu sein. Und da scheiden sich extrem die Geister, besonders im Familiengericht und mir natürlich. Und sie wollen das überhaupt nicht sehen, obwohl ich es der Frau vom Jugendamt auch genauso erklärt habe. Und sie fand das, weiß ich nicht, wie sie es fand. Sie hat es wohl irgendwie nicht verstanden. Ich weiß nicht so genau, was es daran nicht zu verstehen gibt. Könnt ihr mir ja vielleicht in den Kommentaren schreiben. Vielleicht habe ich Chinesisch geredet. Ich weiß es nicht. Also, ich liebe diese Klarheit und Einfachheit, weil alles andere ist kompliziert und würde es gar nicht so leicht an den Tag bringen, finde ich. Und deshalb, weil ich das gemacht habe mit der freien Bildung und diese Felder von meinem Kind, also das nicht so fett werden habe lassen, sondern von außen so viel reingedrückt, eigentlich gar nichts reingedrückt, sondern das dagelassen, um dann ein stabiles inneres Feld zu haben, das diesen Menschen selbst entspricht. Also das zeigt, wie meine Tochter im Inneren gestärkt ist. Also das ist wirklich das Beste, was wir unseren Kindern geben können, aus meiner Sichtweise. Alles andere sehe ich hier als nicht so effizient, ganz ehrlich. Und ja, es liegt an uns, es liegt an den Eltern, was wir machen. Lassen wir es im alten System, das unsere Welt zerstört, oder lassen wir das Kind in seiner Kraft aufwachsen, damit es glücklich ist? Genau, was wollen wir mehr als glückliche Menschen? Letztendlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir da draußen keine lachenden Gesichter mehr. Oder? Und umso schauderhafter ist es natürlich für mich jetzt, da im Gerichtssaal zu stehen und zu erkennen, keiner hatte den Mut, sich dem Konstrukt überhaupt auch nur zu nähern. Obwohl ich es ja schon im Jugendamt erzählt habe. Ich war ja schon so mutig. Ich habe mit nichts hinterm Berg gehalten. Sie hätte zum Beispiel das ausschlaggebende Moment sein können. Ja, sie. Deborah. Sie haben doch selber ein Kind. Ein kleines. Und ich glaube, sie haben ganz schön gemerkt, mit meinen Ausführungen, glaube ich, sind sie einfach nicht klargekommen, weil sie selbst angetriggert waren. Das war alles. Sie selbst sind mit dem Ganzen so stark in Resonanz gegangen. Und ich glaube, ich habe sie schon ziemlich aufgeweckt, was ihr eigenes Kind betrifft. Und auch ihr eigenes Leben einfach. Und sie haben wohl verstanden, was ich damit meinte, aufgrund ihrer Statur. Das haben sie, glaube ich, schon richtig, richtig, richtig gut verstanden. Aber das hat ihnen Angst gemacht und sie haben sich von dieser Angst überwältigen lassen. Gut, die anderen haben sich erst gar nicht angehört. Ah, doch, der Rauch, der Ergänzungspfleger, der hat sich mal angehört und fand das mal ganz spannend. Da war er mal offen für autistische Kinder und so weiter, weil er mich was gefragt hat. Und da habe ich gedacht, oh ja, jetzt. Stattdessen macht er wieder zu, hat sich von mir einen Rat geholt und
geht wieder in die alte Welt zurück. Auch das ist unsere freie Wahl. Natürlich, klar, können wir das machen. Nur wie kommen wir weiter oder wie können wir uns entwickeln? Also alle halbe Jahrhundert mal ist einfach zu spät für die Entwicklung, für unsere Welt, finde ich. Wir müssten uns jetzt schon mal irgendwie ein bisschen schneller bewegen. Und dann ist es auch klar, dass wenn ich einen Vater habe, der in der alten Welt noch existent ist und da einfach nicht rausgehen will und seine Ressourcen auch nicht nutzen will, und dann so eine Mutter wie ich da steht und sagt, hey, das Kind ist so genial, ja. Es ist in seiner vollen Kraft, dass ich dann natürlich schon wütend werde und ängstlich und traurig. Das ist doch klar, wenn ich dann da stehe nach 6 Jahren und ich da letzte Woche hören musste im Gerichtssaal, das ist so toll, wie sich die Lea entwickelt hat. Da fasse ich mir ans Hirn. Weißt du, warum ich mir ans Hirn fasse? Weil nach 6 Jahren erzählen sie mir diese Story, dass sie jetzt irgendwie viel mehr sprechen würde oder mehr aus sich rausgehen würde. 6 Jahre später ist für mich persönlich absoluter Albtraum. Ich meine, wer jetzt diese Videos gesehen hat oder vielleicht ein bisschen mitbekommen hat, was ich meine oder was meine Einstellung ist oder was ich gelebt habe, wofür ich gelebt habe, ja, für mich 100% da reingesetzt, mein Geschäft fallen gelassen habe und tatsächlich mich für dieses Kind so eingesetzt habe. Das musst du dir natürlich auch mal geben, weil das ist ja eine richtig deftige Anstrengung unter Umständen. Ne? Also ich fand schon, dass ich war natürlich sehr mutig. Ich war immer schon eine mutige Frau. Für mich ist wichtig, ich muss die Dinge auch tun, damit ich sie ja auch ein Gespür dafür bekomme und so. Ne? Ich hätte natürlich jederzeit eine andere Wende genommen, wenn ich gemerkt hätte, nee, das ist irgendwie schräg, das funktioniert nicht für mein Kind. Stattdessen habe ich hier ein hochbegabtes Mädchen, das schneller lernen konnte. Ich weiß nicht, ich habe noch nie so einen Menschen gesehen, der so schnell lernen konnte wie sie, weil sie dann eine Inseldenken-Hochbegabung entwickelt hat. Und das haben nicht so viele Menschen auf der Welt. Ich habe mich dann schlau gemacht, aber ich habe darüber erstmal gar nicht nachgedacht. Ich habe auch nichts über autistische Kinder gewusst. Ich habe mich gar nicht mit der Hochbegabung beschäftigt. Erst natürlich jetzt. Jetzt ist diese ganze Geschichte aufgegangen mit der Wegnahme meiner Tochter, mit der Entführung. Und ist es gar nicht so verständlich, dass ich doch tatsächlich im Gerichtssaal sitze und sage, hey, wie stellen Sie sich dann tatsächlich die Zukunft vor? Und jetzt bin ich tatsächlich diejenige, vom Jetzt aus gesehen, die in diese Kategorie der Zukunft geht, weil ich habe mich angepasst, ja. Und natürlich ist das für mich ganz klar, wenn jetzt das Sorgerecht so ausfällt, der Beschluss, dass das Sorgerecht bei dem Ergänzungspfleger bleibt, und bei der Verfahrensbeistellung, die wird ja dann aber nicht mehr gebraucht, wenn ich die dann abgewählt, dann muss ich jetzt gleich nochmal zum Stift greifen, glaube ich. Das ist doch logisch, dass ich sage, hey, das Sorgerecht darf dort nicht bleiben bei einem Menschen, der seit 4 Jahren sich nicht für mein Kind interessiert hat. Der hat sie vielleicht einmal im Monat gesehen. Ja. Und er weiß immer noch nicht, dass sie hochbegabt ist. Und ich habe den Autismus meiner Tochter wieder angesprochen. Letztes Mal. Wieso? Ist die autistisch? Sagt die Verfahrensbeistellerin. Sag ich. Keiner. Und was ich wirklich dann auch, also wo mir dann wirklich so klar wurde, die komplette Wahrheit ist wirklich grausam. Dass sie immer noch nicht seit 4 Jahren alles gelesen haben. Sie haben nicht die 4000 Seiten Akten gelesen, die es schon gab. Sonst hätten sie das alles nachvollziehen können. Sonst hätten sie womöglich mich nachvollziehen können oder etwa nicht.
Ja, klar, hätten Sie. Und verdammt nochmal, es wäre Ihre Aufgabe gewesen und das kann mich doch wütend machen. Das ist so legitim, es geht gar nicht anders, ja? Aber ich bin ja nicht der Mensch, der eben, weil ich es verantwortlich nutze, das Ganze, der jetzt da anfängt rumzuhauen. Habe ich ja auch noch nie gemacht. Also jetzt nicht mehr, früher. Ja, habe ich auch schon in anderen Videos erzählt, aber. Nein, also meine Wut informiert mich jetzt und sagt, dass hier muss jetzt eine Grenze her, das geht einfach so nicht. Jetzt stell dir doch mal vor, seit 4 Jahren habe ich hier diesen Mann hier sitzen, der keine Kinder hat, der keine Ahnung von Kinderziehung hat, der ein Rechtsanwalt ist, ja? Der sich seit 4 Jahren nicht darum kümmert, dass es meinem Kind wirklich optimal geht. Der es seit 4 Jahren nicht geschafft hat, und natürlich muss man die 2 Jahre vorher mit dem anderen noch genauso sehen, dass mein Kind da rauskommt, dass meine Tochter Zugang zu mir bekommt wieder. Er ist doch dafür verantwortlich gewesen, in erster Linie zu sagen, nee, also ich vertraue jetzt mal auf die Mutter. Ich muss doch mal irgendwas ändern, damit sich was ändert. Er sieht aber anscheinend nicht die Notwendigkeit der Veränderung. Warum sieht er die nicht? Hat er einen Mutterkomplex? Oder was ist mit dem los? Ja gut, natürlich, klar, vielleicht als Rechtsanwalt darfst du keine Gefühle zeigen, diesen ganzen Schwachsinn, ja? Aber es kann doch nicht sein, dass der Mensch, dass der Richter nicht checkt, das noch auf? Nee, jetzt gerade nicht. Dass der Richter einfach nicht sehen will, dass der hier ein totaler Versager ist. Also ich meine jetzt nicht den Menschen an sich, sondern einfach nur ein Versagen im Bewusstsein. Ein Versagen in sein Ding als Ergänzungspflege. Er will es nicht sehen. Der Richter will es nicht sehen. Ich frage mich, warum? Er, der Oberste, der einem Satz geschworen hat, dass er dafür da ist, die Wahrheit herauszufinden. Das hätte er sogar vor Gott beschwören können. Er hat einen Eid geschworen, Richter. Hey, Herr Meier, Sie haben einen Eid geschworen. Was ist mit diesem Eid? Ist Ihnen der verloren gegangen? Haben Sie den schon vergessen, nachdem Sie ihn irgendwie ausgesprochen haben? Haben Sie keine Lust? Genauso läuft es doch mit den anderen. Genauso doof stellt sich der Verfahrensbeistand. Das Jugendamt. Was haben wir noch? Ach so, das kannst du gar nicht richtig sehen, oder? So. Der KV, genannt Kindsvater. Ach, wen gibt's denn noch? Und dann nehme ich jetzt noch mal die Rechtsanwältin des Vaters.
Ja. Also wir haben hier eins, zwei, drei Frauen. Wir haben hier eins, zwei, drei Männer, sehe ich gerade. Oh, das ist mir noch gar nicht irgendwie so aufgefallen. Erst jetzt, wo ich es mir so direkt vor Augen halte, passiert ja dann auch irgendwas. Ach, spannend ist ja, ich bin ja in dem Bild gar nicht vorhanden. Merkst du was? Also mein Unterbewusstsein hat schon einfach gemalt, weil du weißt ja, ich denke mir da nichts vorher aus, wenn ich die Videos mache, sondern habe nur einen Impuls und dann lasse ich mich davon leiten. Wo bin ich denn da? Ach so, und das Kind ist auch nicht da. Auch spannend. Ja. Ich bin halt irgendwo da gar nicht im Kreise. Aua. Cool. Danke. Danke. Und ja, ich setze mich jetzt mal da unten hin. Und ich bin jetzt die eben ganz anders ist. Und die, das Kind, mache ich jetzt da mal ganz unten hin, das Kind. Betreut hat. 9 Jahre. 9 Jahre in ihrem Potenzial hat aufwachsen lassen. Aber jetzt mal ernsthaft. Und jetzt, wo das Sorgerecht ansteht, wie um alles in der Welt soll der hier, wenn er schon 4 Jahre nichts auf die Reihe kriegt, wie und wann um alles in der Welt soll er meine Tochter wieder auf die Spur bringen? Wie soll denn das gehen? Und das ist doch irgendwie dann logisch, dass ich sage, hey, das habe ich auch gefragt. Ja, ich habe das auch gefragt. Keine Antwort. Und der Hauptpunkt war auch der, den ich auch schon immer sage und auch in all meinen Videos, dann Gerichtsvideos auch sage. Eine super Lösung ist immer die Kombination. Das heißt, Kindsvater und Kindsmutter. Das habe ich jetzt 6 Jahre probiert, auf Teufel komm raus. Ich habe alles, ich habe nichts unversucht gelassen. Ich habe und habe und habe geguckt. Aber wie die Frau Rechtsanwältin tatsächlich vom Vater schon ganz richtig erkannt hat. Und ich jetzt einfach auch. Mein Rechtsanwalt will das noch nicht so genau sehen, aber naja. Irgendwann ist mal die Zeit, ja, muss ich auch sagen, Ende Gelände. Der Mann hatte genug Chancen. Und die Rechtsanwältin hat auch gesagt, sie sieht nicht, dass Kindsvater und Kindsmutter irgendwie in einer guten Kommunikation wären und auch hineinkommen würden, um das beiderseitige Sorgerecht zu haben. Damit hat sie natürlich in den Raum geschmissen, genau das, um was es ihm geht. Er will einfach keine Auseinandersetzung haben. Schon gar nicht mit mir. Ja? So. Und sie meinte auch, sie sieht keine Chance, dass das irgendwie zusammenkommt. Und ich auch nicht. Ja, ist vielleicht jetzt für manche doof, dass ich das jetzt auch sage in der Öffentlichkeit, aber nein. Ich muss auch anerkennen, wenn einfach nichts geht auf der Ebene und der Linie. Weil, na klar, seit 15 Jahren mache ich das ja schon und versuche immer alles Mögliche.
Der Vater arbeitet dagegen. Wir wissen inzwischen warum. Muss ich nicht ausführen. Er will das Spielzeug, sein Kind, für ganz für sich alleine haben. Weil es ist nichts anderes. Es ist ein Spielgefährte. Sein inneres kleines Kind ist nie erwachsen geworden und braucht was zum Spielen, weil er hat sonst nichts anderes zum Spielen. Das ist die traurige Wahrheit. Und der Richter hat tatsächlich überlegt, ob er dem Vater das gesamte Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmungsrecht gibt. Was ist mit dem Richter? Was ist mit dem los? Ja? Und da regen die sich auf, dass ich mich aufrege irgendwann? Das finde ich ist doch ganz natürlich. Denn das hat ja fatale Konsequenzen, was der jetzt da macht. Und er sieht, dass er mir das Sorgerecht einfach nicht geben kann, nur aus dem einzigen Grunde, weil meine Tochter nicht mit mir redet. Aber das ist doch Blödsinn. Ja? Natürlich hat das völlig andere Auswirkungen, weil wenn es so bleibt, wie es ist, hat meine Tochter nicht mal die Chance, wieder in das Freie, in die Freiheit hineinzuschnuppern. Auch diese Tür wieder zu öffnen, weil die keiner öffnet, außer ich. Weil auch keiner dazu befähigt ist. Ich sag's, wie es ist. Und sonst hätten sie ihre Befähigung ja gezeigt die letzten 4 Jahre. Sonst sind sie sind ja noch nicht mal befähigt, sich selbst persönlich weiterzuentwickeln. Wie soll sich also meine Tochter weiterentwickeln können? Noch dazu mit einem Kindsvater, der sich extrem überhaupt nicht weiterentwickeln will und total bindungsgestört ist. Sie geben ihm praktisch seit 6 Jahren mein Kind in die Hand, damit er sich an ihr labt. Ja, ich sag's ganz genauso, wie es ist. Die wollen es nicht hören, aber allerdings wissen sie es auch. Also ganz interessant war ja sowieso auch, das sage ich nachher. Ich muss was trinken. Also ich kann ja jetzt, ich denke ja in Möglichkeiten, ja, das habt ihr schon mitbekommen. Und ich kann natürlich jetzt verschiedene Blasen aufmachen. Ich kann jetzt natürlich die Blase aufmachen, was mit meinem Kind da ist, das, das und das und alles sein kann. Das mache ich auch gleich. Oder vielleicht auch erst morgen. Mal schauen. Auf jeden Fall glaube ich, ist das schon ganz gut angekommen. Nehme ich mal an. Falls nicht, beantworte ich gerne die Kommentare. Und dass es verständlich ist, dass ich nicht glaube, dass die sich in den nächsten Jahrzehnten noch irgendwie bewegen auf dem Gebiet. Oder ich weiß es nicht. Ich habe keine große Hoffnung nach dem, was ich erlebt habe die letzten 6 Jahre. Sie lassen einfach nur Zeit ins Land gehen und bleiben in ihrer Schachtel sitzen, in ihren Boxen, dass sie sich nicht bewegen müssen in ihren Komfortzonen. Und da bin ich ja schon lange nicht mehr. Also, es bringt immer was aus den Komfortzonen rauszugehen und hab keine Angst, weil dafür bin ich jetzt da, dafür helfe ich euch, dafür begleite ich euch und es gibt nichts Besseres als die wunderbare Potenzialentfaltung unserer Kinder und damit bestimmen wir, finde ich, das, was wir so, so dringend brauchen, den Frieden für diese gesamte Welt. Das ist tatsächlich schon irgendwie eine große Bürde, oder? In der Elternschaft. Wobei ja Bürde vielleicht schlecht angeguckt werden könnte. Und doch, doch, meiner Meinung nach braucht es radikal verantwortliche Eltern, um diese Welt irgendwie auf einen neuen Kurs zu bringen. Und der heißt das Paradies auf Erden, weil jedes Paradies lebt bereits im Kind und das dürfen wir auf keinen Fall zerstören. Ich helfe dir gern dabei. Schönen Abend noch, gute Zeit, alles Liebe.